Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subway Surfers. Ja, das ist dieses Game. Ich hasse Werbung. Nur das Game gestartet vor 20 Sekunden. Und jetzt Werbung. Ach, Digga. So ein Müll. Event. Ist scheißegal. So eine 20-Minuten-Folge. Das ist meine letzte Folge, die ich jetzt noch aufnehme. Und die auch noch safe hochgeladen wird in nicht so langer Zeit. Den Skin gab's schon mal hier drin. Das weiß ich. Den, keine Ahnung. Keine Ahnung, vielen Skins halt null Ahnung. Ja, scheiß drauf, beginnen wir gleich. Ich will noch hier schauen, was es hier so gibt. Ich habe keinen Bock mehr. Ah. Und die beiden Sachen? Achso, und hier und das, okay. Das ist. Oh, okay, da muss ich bei der Bettfassung durchgrinden. Scheiß auf, wir spielen. So. Easy. So, instant erstmal bei den 100.000 gestartet. Was ist mies gerade? Das hier, so. Jump. Das ist so eine Okay-Zone. So. Oh. Ja, gut. Ich hab's theoretisch verschwendet. Scheiß drauf, nutze ich. Jetzt go, machen wir weiter. Ja, Day Change ist mir egal. So. Das Game will mich aber auch ficken, bin ich ehrlich. Ich hoffe, der Run wird aber auch gut. Das war knapp. Es hat mich umgebracht. Gut. Ey, Digga. Werbung, ich hasse dich, bin ich ehrlich. Rotate Mystery Box, Thump into 5 Bushes, ach so. Ja, Busche, easy. Finde ich. Irgendwo. Na gut. Fangen wir von neu an. Was macht ihr so? Kommentiert mal. Ich habe immer noch geplant. Ich habe irgendwie noch geplant, so ein Infovideo über mich zu machen, was ich mache, was ich kann. Stärken habe ich eh keine, deswegen wird es darüber nicht so viel geben. Ich werde mir richtig Mühe geben mal für ein Video. Sonst schaue ich es mir vielleicht mal durch. Also ich schaue es mir die Videos durch. Wenn da was wäre, was ich raus machen müsste, versuche ich es auch. Was nicht geht. Ist
blöd. Das Problem ist halt bei Rainbow beispielsweise, weil die sehr oft irgendwie TikTok anhaben und so. Das fuckt mich aber auch ab. Das ist easy auf Discord beispielsweise. Ich kann die einfach kicken, die können dann wieder reinkommen. Und da tun die auch so eine Einverständniserklärung, wenn die in den Discord was machen wollen. Machen. Bestätigen so. Ja, was machen. Hä? Dann hätte man sowas schon, dann hätte ich sowas schon mal alles vorbereitet, für Fall der Fälle. Wenn Discord auf PC rauskommt, habe ich schon Bock, weil den Discord habe ich schon vorbereitet mit Felix. Da haben wir schon gut was reingepackt. Das, was wir alles brauchen. Sonst geht's eigentlich alles easy. Musikbot haben wir reingepackt, den habe ich eigentlich immer gestohlen, deswegen passt's ja. Können die meinetwegen darüber Musik hören? Müssen die halt nur den YouTube-Link beispielsweise reinschicken gegen Discord. Discord-Sounds mache ich auch leise einfach alle, auch wenn jemand schreibt. Weil das Schreiben ist meistens unnötig, dass ich das höre. Nur das rein raus. Ja, das ist auch ein bisschen nervig. Beispielsweise bei Yannick wäre es. Mit seinem Internetproblem manchmal. Oh shit. Und wie soll ich da raus durch? Links ist versperrt, Mitte ist versperrt, rechts ist versperrt. Wie soll ich da durch? Verstehe jetzt nicht. Discord ist eingerichtet. TikTok tue ich versuchen, so oft wie möglich was hochzuladen. Klappt ja nicht immer. Wenn ich es könnte, würde ich einstellen, um welche Uhrzeit es hochgeladen wird, also veröffentlicht werden soll. Dann wäre es meistens in der Früh. Also veröffentlicht so, dass es öffentlich für jeden zu schauen ist, nicht privat. Und dann würde ich einfach einstellen, so, keine Ahnung, 8 Uhr, jeden Tag 8 Uhr, so ein Video, alle Videos schon hoch uploaden. Auf YouTube geht's. TikTok und Insta könnte ich leider nicht machen. Würde ich sonst instant machen. Wäre wirklich schön. Könnte schon mal langsam solche Phasen unterteilen, dieses Video. Was nachher, was als erstes, was als zweites, was wichtig wäre, könnte ich schon mal so ein Skript langsam machen. Im Urlaub habe ich genug Zeit, um sowas nachzudenken und so. Deswegen wird es spaßig. Werde ich leider keine TikToks mehr hochladen können. Auch wenn ich so übertrieben viele habe, die ich hochladen würde durchgehend. Also täglich so. Weil da habe ich keine Person, die das kostenlos machen würde. Und ja. Und ich hoffe, Felix wird bald sein erstes Spiel programmieren. Dann würde ich es. Das würde ich feiern sogar. Würde ich es mir anschauen, ein bisschen spielen versuchen. Wenn es geil wird, dann auch weiterempfehlen würde ich es trotzdem. Weil ich Felix kenne, er macht jetzt nicht so richtig halbe Sachen. Er macht wirklich krasse Sachen meistens. Ich erinnere mich noch an Minecraft. Stadtwelt. Die existiert noch, wird aber leider nicht mehr so oft gespielt. Vielleicht schade. Haben wir jetzt eine Überlebenswelt? Ich höre, könnt ihr mal sagen, dass er die Stadtwelt vielleicht mal ausmachen soll für eine gewisse Zeit, wenn wieder mehr Leute Lust hätten, wieder Creative zu spielen. Weil man könnte, ich würde schätzen, man könnte auch die Welt dann noch auf Java draufpacken.
Und dann könnten wir auf Java dann Spaß haben mit sehr vielen Mods und so. Können wir die Häuser bauen. Weil du kannst nur die Große einfach nur mit Mods dann bauen. Wie willst du denn beispielsweise, boah, was weiß ich. Nee, nicht Bett, was für Bett. So ein ja, Waschbecken, sagen wir mal jetzt. Waschbecken beispielsweise, wie willst du den dann craften? Wird es bestimmt keine Crafting-Rezepte so richtig geben. Wenn solche Billo, wo du keine Ahnung, nur Farbe brauchst und so. Da gibt es solche Mods ja auf PC. Für die Java. Aber sonst. Geht's einigermaßen. Ich darf mich nicht bumpen lassen. Wenn Felix mein Spiel machen wird, dann würde ich mich interessieren, was das so für ein Spiel wird. RPG, Shooter, was weiß ich. Bei RPG hätte er vielleicht eine Chance, das zu machen. Würde ihm dann noch ein paar Empfehlungen geben. Ein paar Empfehlungen geben. Würden dann vielleicht ein paar Leute auch noch spielen. Ist halt wegen Copyright und so, weil Name des Spiels muss er ja auch ein bisschen auf Copyright-Shit aufpassen. Falls es so als Firma machen würde, dieses Game, was bezweifle werde, weil die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie. Games von so privaten Leuten populär wird, ist nicht so hoch. Außer vielleicht bei außer bei so großen YouTubern beispielsweise. Wenn die das einmal vielleicht gespielt haben und es auch weiterempfehlen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so hoch, leider. Finde ich schade. So, wenn du ich hätte eine Idee für ein Spiel beispielsweise, es gibt ja Geogesse, kann man so sagen. Dann müsste ich halt die Google-Karte abkaufen, dass ich sie nutzen darf oder die Lizenz kaufen. Weil ich hätte dafür sogar eine Idee, müsste halt nur programmieren, ein bisschen lernen, aber dann würde es passen. So ein Spiel wie Geogesse, müsste halt die Google-Sachen haben, die Google Maps. Aber das belastet jetzt Google Maps und so. Und dann vielleicht. Ach, der, ich hasse Werbung, war alles. Und dann vielleicht so ein bisschen was rumbasteln. Soll wie Geogesser ungefähr sein. Nicht, aber nicht ganz. Es soll ein bisschen daran ähneln. Also soll jetzt nicht eins zu eins Geogesser sein. Sondern du musst ein, ja, Stadtlandfluss könnte man es theoretisch sagen. So Geogesse mit Stadtlandfluss. Wäre eine geile Kombi. Geogesse mit Stadtlandfluss. So Stadtlandfluss A bis Z wird random dann gesagt. Was für ein Buchstabe. Kannst dann international vielleicht machen. Muss halt die Sprachen irgendwie ein bisschen können oder einfach irgendwie Google-Übersetzer nutzen. Ah, nee, die Spieler können es dann entscheiden, vielleicht dann, ob die es dann wählen, sagen wir mal so, ob die es als richtig empfinden, für die eigene Sprache. Ist halt nur das, was das stehen soll, übersetzen lassen. Die Frage, ob es grammatikalisch korrekt wird, bezweifle ich, weil Google ja. Übersetzer ein bisschen mau ist manchmal. Aber ja, was soll ich dagegen machen? Oder so ein Spiel will ich auch feiern, nur mit mehr Optionen beispielsweise wie
WW2, Strategie, was weiß ich, das Sandbox-Spiel, was ich spiele zurzeit und auch aufnehme. Sowas in der Art und noch mehr ausgeweitet. Kannst dann mehr einstellen, ob es realistische Zeit gehen soll, so wie lange du wirklich brauchen würdest für die Durchquerung des Atlantik beispielsweise, was weiß ich. Oder, ja, sagen wir mal, von Portugal, oder nee, von Italien, Rom, bis nach, keine Ahnung, Sydney, was weiß ich. Wie lange es dauern würde in echt, mit einem Boot halt, Schiff halt, Kriegsschiff, wie lange du dauern brauchen würdest. Es Öl dann auch geben würde, so als Vorräte und so. Gebiete, ja, sind schwierig. Kannst auch Fraktionen anmachen und so. Ich hätte eine gute Idee für so ein Spiel. Müsste halt programmieren lernen. Provinzen halt, beispielsweise Provinz Berlin. Oder mach mal dann vielleicht Bundesländer, beispielsweise für Deutschland, Bayern, Schleswig-Holstein, was weiß ich. Ist auch auf TikTok beispielsweise ein bisschen populär machen, einfach so, würde ich hier wirklich 100 Euro drauflegen für Werbung für dieses Game. Oder ja, 100 Euro, ja. So ein bisschen Werbung einfach auf TikTok und Instagram, das Video, Vorstellungsvideo von diesem Game, viele Aufrufe bekommt. Weil auf TikTok und Instagram bin ich ja auch gut dabei. Ich würde dann vielleicht auch ein bisschen, also nach der Schule will ich auch auf jeden Fall programmieren lernen. Die Programmiersprache und so, welches Spiel, ein Spiel selber entwickeln will ich auf jeden Fall. Und eine Idee hätte ich schon ungefähr, wie das Spiel aussehen wird. Das habe ich ja auch gerade eben gesagt, wie das ungefähr aussehen wird. Also wirklich, Handyspiel kann es natürlich auch auf PC dieses Game haben. Das will ich auch, das ist universell. Auch wenn es geht, will ich es auch versuchen für PlayStation und Xbox. Ja, das Steam Deck will ich auch dann versuchen. Ja, für Steam Deck wird ja echt gehen, weil es ja so wie PC ist mit den Sachen, weil du kannst ja da Load. Einen Kollegen, soweit ich weiß, kann man auf dem Steam Deck Epic Games Store beispielsweise herunterladen. Ich würde es auf Steam auf jeden Fall. Epic Games will jetzt auch jetzt machen, dass Spiele, dass random Leute Spiele da draufladen, nicht nur die populären Spiele. Beispielsweise von Ubisoft Rainbow wäre drin, ist auch da, glaube ich, in Epic Games drin. Mein Steam ist auch Epic Game, ist auch Ding Rainbow. Beispielsweise so. Und da würde ich einfach verschiedene Plattformen ausweiten und so. Ich hätte eine Idee, ob es populär wird, ist die andere Frage. Müsste halt hoffen, wenn es nicht populär wird. Schade. Ich würde mich zumindest freuen, wenn fünf Leute, auch wenn es kleines Leute wären, die vielleicht null Aufrufe oder einen Aufruf haben, pro Video machen, dass die das dann spielen. Da würde es mich freuen, dass irgendwer dieses Game gefunden hat. Ehrlich. Hätte ich auch Bock darauf. Muss halt wissen, wie ich programmiere, wie ich mit was zurechtkomme. Aber ich hätte im Endeffekt wirklich Lust auf dieses Game dann zu programmieren. Spaß? Werde ich sehen, ob es spaßig wird zu programmieren. Aber sonst. Ja, Geogesse könnte man ein bisschen machen.
Beispielsweise wie Geogesse halt so ein bisschen echte Orte dann, die ich dann fotografiere, beispielsweise wenn ich dann mehrere Orten wäre, beispielsweise in Deutschland mal Berlin, Brandenburger Tor würde ich da auch fotografieren. Könnte ich da ein bisschen was animieren bei oder so, was weiß ich. Ideen hätte ich. Die Umsetzung wird die andere Frage sein, ob es auch dazu passen wird und so. Und ich es überhaupt auch schaffe, das zu programmieren. Ich werde mir safe ein bisschen Hilfe von Felix dann holen oder viel Hilfe. Weil Felix kann ja programmieren einigermaßen oder sehr gut, keine Ahnung. Gut oder keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Werbung? Keine Werbung. Was Neues. Oh, also Ideen hätte ich. Ja, dann würde ich aber jetzt die Folge auch beenden. Irgendwann kommt noch eine Folge Subway Surfers, wenn ich wirklich Stress habe mit aufnehmen, also auf dem Easy gehen will, aber nicht so viel Zeit habe zum Schneiden, weil dieses Game braucht einfach keinen Schneide. Da muss ich jetzt nichts schneiden. Thumbnails will ich auch noch ein bisschen bei naher Zukunft sogar mehr versuchen, Thumbnails zu machen auch. So versuchen, dass ich 10 Minuten Maximum brauche für ein Thumbnail. Länger darf es jetzt nicht sein. Pro Video 10 Minuten Thumbnail und dann noch die Videos dabei rendern lassen und so. Hätte ich Bock. Aber ich werde so noch ein Vorvideo machen irgendwann. Deswegen hoffe ich, hat es euch gefallen, dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Bis dann.